Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Kiki von Nemo in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiki von Nemo, das Ganze aus dem Jahr 2017. So sieht das aus. Und bevor wir die Folie entfernen, haben wir hier oben rechts noch einen Sticker, den wir uns kurz anschauen werden. Und zwar lesen wir hier: Nemo Kiki, 180 Gramm schwarze Doppelvinyl inklusive Download-Voucher für das gesamte Album. Okay, also wir haben hier zwei Vinyls drinnen und einen Download-Code für das gesamte Album. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Nachdem das hier so ein aufklappbarer Gatefold ist, bietet sich das immer gut an, das hier unten aufzuschneiden. So, da ist die Folie weg. Also, so sieht das Ganze aus. Nemo Kiki. Wir sehen hier den Interpreten Nemo mit Sonnenbrille und Kopfbedeckung, gerade am Auspusten von Rauch. Das Ganze hier in so einer schwarz-weiß Optik auch interessant beleuchtet worden. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Nemo Kiki. Und auf der Rückseite haben wir dann die zwei Hände, die zwei Handgelenke von Nemo. Und darüber haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt zwei Vinyls, A, B, C und D-Seite. Und wir haben 16 Tracks an der Zahl. Features gibt es von Hannibal, Sufjan, Chelo und Abdi, Olexesh, Haftbefehl, Falco, Falco ist der Track, UFO361 und Young Huren. Gut, 16 Tracks an der Zahl. Credits und Barcode hier unten. Das Ganze erschienen über 385 Ideal. Und dann kommen wir hier zum Inhalt. Und zwar haben wir auch nochmal die Tracklist abgedruckt, also die 16 Tracks. Und hier auch die Informationen dabei, wer daran beteiligt war und wer das Ganze produziert hat. Und auf der rechten Seite haben wir noch eine Danksagung und Credits, also hier die Danksagung von Nemo. Schön gemacht, schön designt das Ganze. Dann kommen wir mal zur ersten Vinyl. Und hier ist dann auch der Download-Code drinnen, jawohl. So, haben wir hier einmal die erste Vinyl. Dann holen wir auch gleich noch die zweite hinaus. So. Und zwar, diese beiden Vinyls kommen in schwarzen Papierhüllen, so sieht das aus. Und die Vinyls an sich sind, wie man es kennt, glatt in schwarz gehalten, also Standard. Und hier in der Mitte haben wir so eine Rauchoptik. Und dann lesen wir hier noch Seite A. Auf der Rückseite dann natürlich Seite B. Das Ganze jetzt, soweit ich gesehen habe, nicht durchnummeriert, sondern es ist wirklich mit A, B, C und D gelöst. Ansonsten wird es ja oft so gemacht, dass beide mit Seite A und Seite B beschriftet werden, aber eben unterschieden wird mit Vinyl 1, Vinyl 2. In dem Fall eben wirklich nur über die Seiten definiert. Und dann haben wir hier eben die zweite Vinyl und hier lesen wir Seite C und natürlich ebenso gestaltet die Seite D. Also diese 16 Tracks verteilen sich hier auf zwei Vinyls auf vier Seiten. Und zusätzlich dazu haben wir dann noch einen Download-Code dabei. So sieht das dann aus. Also hier ist die Anleitung, wie man den Code dann einlöst. Das ist insbesondere, also meiner Meinung nach, immer ganz gut, da es ja viele Leute gibt, die vielleicht keinen Plattenspieler mehr haben oder das Ganze dann auch noch irgendwie in digitaler Form speichern oder hören möchten. Und dafür bietet sich dieser Download-Voucher, dieser Download-Code immer sehr gut an. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl befindet. Und zwar haben wir einmal die beiden Vinyls hier plus eben den Album-Download-Code. Und das alles kommt in dieser wunderbaren Vinyl-Edition.
Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nemo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.